Der goldige Stern. Ein herrlicher sonniger Wintertag ist das, um einen Spaziergang zu machen. Die Katzratzfatz lüpft ein Staubli um das andere und schüttelt zwischendurch ein bisschen den pudrig weißen Schnee ab. Aber was ist jetzt das? Dort neben dieser Haselstude glänzt etwas Goldiges am Boden. Etwas Zackiges, Kleines und irgendwie gleich nicht und ja eben, Goldig. Was bist denn du für ein Tier? Fragt die Katzratzfatz. Oh, Katzratzfatz. Also das ist gewiss kein Tier, meint der Küngelkleus, der gerade diesen Moment um den Weg ist. Siehst du, das hat ja nicht einmal Augen. Ja, aber was ist es denn? Die Katzratzfatz macht ein längs Gesicht. Vielleicht ein Körnli? Der Küngelkleus kommt noch etwas näher. Er hat nämlich bald etwas Hunger. Ach, so ein Seich! Hört man Gluckere Gloria gackern. Direkt an mir vorbei geflogen ist das Ding. Von dort oben ist es gekommen. Ich habe es genau gesehen. Und sie deutet mit dem Flügel zum Himmel an. Könnte es echt sein? Also, ich meine ja nur, könnte es echt sein, dass ihr alle ein bisschen dumm seid? Meckert Geis Gerharda hinter dem Zündli führen und streckt fürnehm ihre Hals in die Sonne. Was frech! Was dumm! Du, das so freche Zwetschge! Vor lauter Zusammenwascheln merken sie gar nicht, dass Geis Gerharda nämlich wieder erst die schnellste sein will und gerade auf und davon mit dem glänzigen Schatz. Nein, halt! Ich hab's gefunden! Zankt Katzratzfatz. Nein. Hört man da ein leisliges Stimmli. Ich hab's verloren. Es ist mein Sternli. Und noch bevor, dass einer von den arfen Hübeli-Tieren rausgekommen wäre, landet ein kleines Engeli mit goldigen Härli und glänzigen Flügeli im Schnee. Danke, dass ihr auf meinen Stern aufpasst habt. Seht's und lacht. Du, das haben wir gern gemacht. Meint du Gluckere Gloria und tut bald so, als wäre sie die Einzige, die da wäre. Aber ohne viel zu sagen, fliegt das Engeli wieder davon. Nur ein Läuten von seinem Glöckli, das um den Hals dreht, hört man noch von weit her. Hey, Katzratzfatz, aufstehen! Das Kresi, die Kuh, hat nicht das erste Mal gerufen und ist einfach ein bisschen mänkelig. Schnell schlägt Katzratzfatz ihr ein Fähnchen zurecht und macht sich ans Tagwerk. Hinten ist ja schliesslich Weihnachten und es gibt noch einiges vorzubereiten. Aber an diesem Abend ist sie sich sicher. Der Stern, der am hellsten am Himmel leuchtet, das muss der Stern vom kleinen Engeli sein. Ob's glaubst oder nicht.